Guten Morgen, ihr Konservenschlucker, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ich habe gerade so abgefuckt übelst Bock zu spielen. Ich weiß selber nicht warum. Und ab der heutigen Folge möchte ich was Neues einführen. Und zwar werde ich ab jetzt unter jedem Video, ob das jetzt Tomb Raider ist, Portal 2 oder Conquest, scheißegal, werde ich einen Abonnenten verlinken, egal wer es ist, aber er muss mich halt abonniert haben. Daher fange ich gleich mit der heutigen Folge an, in Folge 42. Und zwar, heute ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, Super Juper. Ich schreibe mir das gerade noch mal kurz auf. Im Videotext. So. Gut. Also Super Juper ist heute verlinkt. Die haben mich auch letztens abonniert. Vielen Dank dafür übrigens. Und ja, ich habe jetzt... Wie lange habe ich jetzt nicht gespielt? Eine ganze Woche. Mach keinen Scheiß, Alter. Wo waren wir denn? Ich muss erstmal die Steuerung wieder hinkriegen. Wie war über der Überlebensinstinkt nochmal? Nein. Nein. Ah. Da müssen wir hin. Gut. Dann gehen wir mal. Ach, zum Schiff. Ah, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Es geht ja jetzt Richtung... Ja. Ist in die Mitte des Dschungels, sag ich mal. Von Yamatai. Gott, da wollen wir durch. Das Lara, hier. Was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein. Sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir's durch. Wird da jemand endlich vernünftig? Okay, los geht's. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. So, gut, da sind wir wieder. Betreten Sie das Kloster. Sieht man das Schiff noch da unten? Nein, natürlich nicht. So. Und damit nochmal hallo, herzlich willkommen. Wir fangen jetzt gerade halt wieder an und zack. Und ich schieße mal direkt den Pfeil da ins Gebälk. Ah ja, genau, mit E war das. Wow. Langsam. Muss mich lang erstmal wieder dran gewöhnen, hier zu spielen. Fackel an, bitte. Dankeschön. Ach, Lara, lass doch die Flagge, die Fackel an. Der Feind! Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Withman. Und der gute Doktor. Spaß. Was zur Hölle tust du, Withman? Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute... Sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Fick dich. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman.
Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanische. Eure, Mein Freund! Jawohl. Ah, schade. Du Hurensohn. Ich werde dem so die Eier polieren. Mann! Nervdreckskacke. Vor allem, wie hat der die denn angezogen, bitte? Kann die nicht in ihren Klamotten bleiben? Das sieht ja oberhässlich aus. Diesen Blümchen da ist ja. Und dann mal los. Aber ich glaube, wir sind langsam am Ende von Tomb Raider angekommen. Die Sturmwache. Fuck. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin. Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass. Ach, Muni. Dass wir langsam am Ende von Tomb Raider angelangt sind. Daher. Mal sehen, was ich als nächstes als LP mache. Steht ja noch Portal auf. Portal habe ich ja vorerst mal abgesetzt, weil mir das einfach zu viel wird. Free Let's Plays on auf einmal. Huch. Ach, sind sie abgehauen. Super. So, zack. Super. So, dann gehen wir mal da rein. Ducken. Licht an. Licht aus. Scheiße. Sei still. What the hell? Scheiße, Alter, da stehen ja auch Wachen. Ah. Hier rüber. Nein! The fuck is going on? Scheiße, Lara, Alter. Ach, kein Mist, Frau! Wow. Lauf. What the f- Ich hasse es! Ja, lauf doch! Warum läuft die nicht? What the hell? Machen wir es halt so. Nein, Lara! Alter, was ist denn? Ist die Tastaturdefekt? Ich weiß, ich rede mich gerade nur raus, aber... Kommt, ich habe eine Woche lang nicht gespielt. Übrigens... Irgendwie klappt das nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, bitte.
Ob ihr mal Lust hättet, irgendwie von mir so Call of Duty Black Ops 2 so Multiplayer zu sehen, einfach mal so zwischendurch. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich spiele das im Moment sehr gerne, aber Ghost auf alle Fälle nicht, weil Ghost habe ich nämlich wieder zurückgegeben, weil wegen Komplikationen und so weiter, ne? Brauche ich jetzt nicht erzählen. Lawflair. What the hell, what the hell? Wie können sie noch am Leben sein nach so langer Zeit? Aber echt? What the hell? Moment, ich bin gleich wieder da. So, immer richtig hinsetzen. So, zurück bin ich wieder bei Tomb Raider. Wir gammeln jetzt mal hier weiter. Das schwant Übles, wenn wir hier langlaufen. Ach gut, ein Lager, das können wir immer gebrauchen. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Goodman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. Nicht nur du hast ganz große Angst. Ich bin hier auch am Zähneklappern. Keine Ahnung, weil ich da jetzt geupgradet habe. Ich habe einfach irgendwas gedrückt, damit das so aussieht, als ob ich was machen würde. 9 von 10 Laras Tagebüchern. Boah. In your face. Halt. Nimm mit. So. Zack. Und machen wir auf. Fliegt wieder alles weg. Oh oh. Nein. Gut. Oh oh. Zwei Schrotladungen. Gut. Okay. Wow! Alter Lara, nicht in dem Moment. Bist du krank? Na, nerv. Spast. Kann ich vielleicht von hier schon? Ups.
weiß ich auch, warum hier so viel Muni liegt. So, trotzdem immer noch hier alles. Ups. Absuchen. Dankeschön. Hopp. Ja. Okay, okay. What the hell? Ach, der lebt ja immer noch. Leck mich am Sack. Wah! Huh. Alter. Ja. Nein. Oh. Weg. Alter. Nein. Mann. Krasser Shit, Alter. So, ich mach da mal hier einen Folgencut. Und dann, ja, sehen wir uns in Folge 43. Und hoffentlich mache ich diesmal keine Aufnahmefehler. Nochmal sorry für die letzten Folgen. Oder was heißt für die letzten Folgen? Für die letzten 2-3 Tage, wo keine Folgen kamen. So rum. Und vergesst nicht, in der Videobeschreibung bei Super Jupa vorbeizugucken. Hey ho und willkommen zurück nach diesem Video auf der Endcard. Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für Profit LP, also für mich. Du kannst jetzt auf meinen YouTube-Channel gehen und dir weitere Videos angucken oder mir auf Twitter schreiben, Kritik und so ein ganzer Bullshit. Oder auf Facebook will ich natürlich auch vertreten. Was jetzt hier nicht eingeblendet ist, ist Google+, aber der Link ist unten und Skype auch. Schau mal vorbei, ich freue mich über deinen Kommentar, Abo oder sonst irgendwas. Würde mich freuen und würde auch meinem Kanal helfen, wenn du und auch andere Leute meine Videos weiterhin sehen wollen. Und ja, vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal Livestream zu machen. Oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Gut, stay tuned und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn du dabei bist.